Schönen guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, was über mein Projekt erzählen zu dürfen. Normalerweise beklagt sich der Science Slammer zu Beginn immer darüber, dass die Wissenschaft keinen Mensch interessiert und dass das, was er macht, leider nicht in den Medien vorkommt. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem Vortrag, bei dem es leider etwas zu viel in den Medien vorkommt und leider auch viel Clickbait getrieben wird. Und ich darf Sie einladen, dass man vielleicht das eine oder andere heute mitnimmt, was eine neue Info ist und vielleicht auch ein bisschen an anderen Licht betrachten lässt. Wir beginnen mal damit, dass Mikroplastik einfach halt gerade sehr, sehr in ist. Mikroplastik ist en vogue, das hübscheste Mädchen und der hübscheste Kerl auf dem Ball. Das war nicht immer so. Wir sehen, 1990 bis 2004 hat es kein Mensch interessiert, was mit Mikroplastik passiert. Und es kann mir keiner erzählen, dass das damals nicht schon ein Problem war. Und seit da haben die Anzahl der Peer-Reviewed-Papers, also die Anzahl der, naja, mal durchgesehenen und für gut empfundenen Papers, sehr, sehr stark zugenommen. Jetzt kommen wir aber zu dem Problem, das ist leider nicht alles Gold, was glänzt. 4 von den 50 Studien, die mal in einer Metastudie untersucht wurden, die sind dann tatsächlich auch nicht wissenschaftlich und statistisch korrekt. Das heißt, man muss eigentlich ein bisschen aufpassen, was man denn da sieht und was man denn da so genau liest. Mikroplastik ist eigentlich, wo ist denn eigentlich Mikroplastik drin? Also wir haben das obligatorische Bild von der Mülltüte im Meer. Es ist aber auch Mikroflies ist ein Problem. Der Staub ist ein Problem. Das, was wir gerade einatmen, ist tatsächlich auch Mikroplastik in gewissen Teilen. Kunstrasenplätze, Schuhabrieb, Reifenabrieb und natürlich auch noch Teerabrieb. Das gehört alles mit dazu. Nicht ganz. Da fehlt jetzt eine Animation. Das ist eigentlich ausgekreuzt. Jetzt kommt sie, die Animation. Mikroplastik ist nicht das, was wir da sehen. Das ist schon die erste Message, die wir mit nach Hause nehmen können. Das ist kein Mikroplastik. Kommt nachher noch genauer erläutert, warum das kein Mikroplastik ist. Und dadurch, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, erzähle ich noch mal ein bisschen was darüber. Mikroplastik ist nämlich per se, per Definition, da saßen mal kluge Köpfe zusammen und haben entschieden, kleiner als 5 mm. Das hat damit zu tun, dass es primäres und sekundäres Mikroplastik gibt. Das primäre Mikroplastik, das soll so. Da hat sich jemand mal gedacht, naja, wir haben ja eine Creme, die soll ein bisschen Abrieb erzeugen. Was können wir denn reinmachen, was eine gute Idee wäre? Da nehmen wir halt mal Mikroplastik. Dufte Idee. Und dann gibt es sekundäres Mikroplastik. Hier kommt die Mülltüte wieder. Das war zu Beginn normales Plastik und dann sorgt Abrieb, Degeneration, Abbau, sorgt dafür, dass daraus dann kleines Mikroplastik wird. Was ist nämlich das Problem? Das Problem ist, dass Plastik viel zu günstig ist. Es ist sehr, sehr beständig. Es ist einfach überall. Es ist viel zu häufig Einweg und es wird auch viel zu häufig nicht recycelt. Mikroplastik, also das führt dann dazu, dass wir so Bilder sehen wie mehr Plastikflaschen am Strand als Sand oder dass man 22 Kilo Plastikmüll im Magen eines Pottwals gefunden hat. Großer Unterschied, Plastikmüll, kein Mikroplastik, ist ein großer Unterschied. Das Mikroplastik selber, da weiß man nämlich gar nicht so genau, was für Auswirkungen hatten das eigentlich auf die Umwelt und was für Auswirkungen hatten das auf den Organismus an sich. Führt dann wieder zu diesem Clickbait-Artikeln, dass Mikroplastik tatsächlich auch das erste Mal im menschlichen Stuhl nachgewiesen wurde. Jeder, der was mit Mikroplastik zu tun hat oder daran forscht, der sagt, Gott sei Dank ist da drin. Weil wenn wir es schon aufnehmen, dann wäre es auch schlau, wenn es hinten wieder rauskommt. Das ist die andere Studie, das WWF hat herausgefunden, dass jeder pro Woche eine Scheckkarte zu sich nimmt und das hinten wieder rauskommt. Wie gesagt, gut, dass es hinten wieder rauskommt. Was machen wir? Wir forschen zum Beispiel in Gewässern. Das heißt, man will gucken, ist in diesem Fluss, das war in Bayern, was drin, was denn eigentlich Mikroplastik ist. Das sieht man jetzt aus der letzten Reihe natürlich nicht, was hier passiert. Deswegen brauchen wir natürlich unbedingt Animationen. Animationen helfen immer. Das Wasser wird aus dem Fluss oder See rausgepumpt und geht dann zuerst mal als Spülmechanismus wieder zurück in den See. Aber dann im nächsten Schritt wird es dann über sogenannte Filterkaskaden, also Filterkerzen, drüber gejagt. Und in diesen wird dann das Mikroplastik abfiltriert, nach unten abgesetzt und wird auch noch bilanziert, wie viel wir denn tatsächlich Wasser über diese Anlage gejagt haben. Wie funktioniert das? Wir haben hier so eine von diesen großen Filterkerzen haben wir hier dran und die Filterkerzen, da kommt das Wasser rein und dann haben wir da Siebgrößen, unterschiedlich, also Siebe mit unterschiedlichen Filtergrößen drin und die sorgen dann dafür, dass das Mikroplastik hier an diesen roten Stellen an diesem Filter dran bleibt. Das führt dann dazu, dass man auch forschen kann, das betrifft jetzt unsere Forschung an der Deponie,
dass man forschen kann, wie viel ist denn eigentlich in dem Wasser, das aus einer Deponie austritt, denn tatsächlich drin. Das heißt, in dem Fall kommt dann das Wasser aus der Deponie, geht dann auch über die Filterkerzen und hier geht es natürlich nicht wieder in die Deponie zurück, sondern in einen IBC, der da hinten im Hintergrund des Bildes ist, damit es dann auch entsorgt werden kann. Und da ist halt die interessante Frage, wie verhält sich denn das Mikroplastik eigentlich in der Deponie, wie wird das abgebaut und da sind wir dran. Und aktuell sieht es so aus, als würde dieses Mikroplastik wirklich in der Deponie zurückgehalten werden, als wäre da in dem Sinne, das Plastik würde da wenigstens drin bleiben. Wo kommt denn jetzt eigentlich das Problem? Das Problem kommt darin, wenn wir nämlich Mikroplastik auch schon in der Luft haben, dann müssen wir natürlich, wenn wir diese Filterkerzen, die sehen wir hier in der Mitte des Bildes, wenn wir die aufmachen, müssen wir natürlich auch darauf achten, dass keine Luft rankommt. Weil sonst wissen wir ja nicht, ob wir den Mikroplastik jetzt gerade von diesem Filter ablösen oder ob wir den Mikroplastik aus der Umgebungsluft abziehen. Deswegen geschieht es unter sogenannten Sterilbänken. Die werden eigentlich für steriles Arbeiten genutzt. Bei uns, wir sehen, es sieht aus wie aus der Aluhut-Fraktion von Science, dass man alles, was Plastik ist, dann zusätzlich vorher spült und dann mit Alu noch abdeckt, damit da kein Plastik rausgehen kann. Man wird wirklich paranoid, wo überall Plastik drin ist. Und die Probenvorbereitung, die dauert schon recht relativ lange. Dann kommen wir aber zum größeren Problem von dem Zweien. Früher wurden die Studien so gemacht, man hat einfach unter dem Mikroskop geguckt, was ist Plastik und was nicht. Und das ist die Quoten für Treffer unter dem Mikroskop sind hundsmiserabel, das funktioniert überhaupt nicht. Das hat damit zu tun, dass kleine Partikel nicht unbedingt dir sagen, ob die jetzt Plastik sind oder ob die jetzt Organik sind. Und deswegen ist es relativ schwierig. Und dann gibt es natürlich andere Verfahren, die sind besser geeignet, aber die sind alle durch die Bank kompliziert. Zum Beispiel die Fourier-transformierte Infrarotspektroskopie. Damit wird eigentlich Infrarotstrahlung auf den Punkt gesetzt und dann wird sich angeguckt, was passiert denn eigentlich? Die Molekülteile, die fangen an zu tanzen und das habe ich jetzt hier mal noch visualisiert. Man kann also je nachdem, was man denn tatsächlich macht, kann das entweder dann zu Tanzsachen in die Richtung führen oder auch zu Aufspringen oder zu Bewegungen. Das nennt sich Molekülstreckschwingung oder was in diese Richtung. Man kann aber auch andere Moleküle anregen, das je nachdem. Es gibt noch andere Verfahren, dann gibt es noch Pyrolyse-GCMS. Da wird eigentlich das verbrannt, in Anführungszeichen, dann wird es getrennt und dann wird getestet, was das denn eigentlich für ein Stoff ist. Das kann man sich dann ungefähr so vorstellen. Wird getestet, was da für ein Stoff drin ist. Es gibt noch weitere Verfahren, die sind jetzt nicht besser oder schlechter, aber da hatte ich keine GIFs mehr für. Die Herausforderung bei diesem Mikroplastikproblem, die kann man jetzt mal interaktiv lösen. Es können jetzt mal alle rausschreien, was sie denken, was die Arbeitszeit für eine einzige Probe ist, wie viel Zeit ich benötige, um eine Probe aufzureinigen. Ja, Mist, die hat aufgepasst. Nein, also eine Woche ist tatsächlich richtig, so circa der Wert. Und wenn wir jetzt sehen, wir haben drei Filterkerzen, dann brauchen wir also für eine einzige Probe brauchen wir 3 Wochen. Ich möchte also mit den Kolleginnen und Kollegen von der Analytik nicht tauschen. Führt dann zu der Situation, dass wir in Bayern an einem Fluss stehen und dann fährt der Bauer mit seinem Fahrrad vorbei und holt sich Semmeln und kommt zurück und fragt dann, no homes, was drin? Ja, dann sage ich, ja gut, das dauert noch. Sprechen Sie mit uns in einem halben Jahr oder einem Jahr, dann können wir das nochmal Ihnen erzählen, ob was drin ist. Jetzt kommt das zweite größere Problem. Wie viele Mikroplastikpartikel habe ich denn eigentlich in allen Partikeln? Weil man muss sich vorstellen, wie ich vorhin gesagt habe, es sagt einem ja nicht, ob das jetzt Mikroplastik ist oder ob das ein anderer Stoff, Organik oder Anorganik ist. Wie viel Prozent sind das ungefähr oder Promille oder ganz schwierig? 0,5%, danke für die Meldung. Es sind eher 0,0001%. Das heißt, das ist das Suchen nach der Nadel im Heuhaufen. Letzter interaktive Teil. Wie viele Forscher gibt es denn eigentlich am Mikroplastikthema? Fangfrage, zu wenig. Das sagt natürlich auch jeder Forscher, den Sie fragen. Aber wir sind dran. Ich habe es noch zensiert, im Gegensatz zum Kollege vorhin. Die Forschung alleine reicht nicht. Warum reicht denn die Forschung eigentlich nicht? Ja, Mikroplastik, was kann man denn tun? Ja, erstmal umdenken. Das funktioniert so nicht, so geht es nicht weiter. Warum reicht Forschung denn nicht? Aus einer Mülltüte entstehen zwischen 7.000 und 170.000 Mikroplastikpartikeln. Das heißt, das ist ordentlich was los. Aus einer Plastikverpackung sind es auch viel zu viele. Und wenn man dann solche Bilder sieht, ja, dann haben wir ein Problem. Ja, jetzt kommt der etwas Depri-Teil von diesem Vortrag. Da müssen Sie aber durch. Tonnenweise Dreck aus der ersten Welt. Verabredung mit einer Umweltaktivistin. Pualai Peng zeigt uns eine illegale Müllkippe mitten in der Palmenidylle. Hier liegt auch Abfall aus Deutschland.
Zum Beispiel Verpackungen von Pizzakäse, Kochschinken, Gummibärchen, Kartoffeln. Ja, also eigentlich soll Science Slams lustig sein. Das ist aber garantiert nicht lustig. Mir ist egal, wie der Müll da hingekommen ist. Das ist einfach scheiße. Wir können aber was tun. Wir bringen es mit einer positiven Nachricht zu Ende. Ganz kurz, man kann einfach Leitungswasser trinken, dann spare ich Plastikflaschen ein. Es gibt Ideen, wie man Müll sammeln kann. Und es gibt einfach viele, viele Ideen, die man umsetzen kann, auf die ich kurz hinweisen will, mit der wir das ganze Problem selber zusammen angreifen können. Und noch nie war die Zeit dafür so reif wie gerade. Danke. Das war der Mann, der an sekundärem Mikroplastik in Gewässern forscht, Christoph Steiner! Und jetzt seid wieder ihr dran, genau 2 Minuten Zeit, euch darüber zu einigen.